damit man das so einigermaßen stabil als Pocket Socket nehmen kann. Pocket Socket, ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Hi Leute, hier ist wieder eure Ness und heute habe ich für euch ein XXXXL-Haul. Ich war nämlich in verschiedenen Shops mal wieder ein bisschen einkaufen. Es ist in den letzten Wochen, vielleicht sogar im Monat, einiges wieder zusammengekommen und ich freue mich, euch meine Sachen präsentieren zu können und wünsche euch erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. Als erstes möchte ich euch erstmal ein paar Sachen von Amazon noch zeigen. Die habe ich tatsächlich schon eine Weile bei mir stehen. Ich habe sie in dem letzten Haul, den ich glaube ich gedreht hatte, tatsächlich total vergessen zu zeigen oder zu sagen. Ich weiß auch nicht, da war das alles schon wieder alt. Jetzt ist es noch ein bisschen älter, aber ich möchte euch trotzdem nicht vorenthalten. Und wir fangen am besten an mit meiner neuen Handyhülle so gesehen. Tatsächlich habe ich mir damals zwei geholt, als ich mein neues Handy bekommen habe. Ich habe jetzt nämlich das Z Fold 3, ist das glaube ich. Ich habe mir tatsächlich diese Woche eine neue Handyhülle nochmal bestellt, weil ich bisher einfach nicht zufrieden bin. Deswegen, ich zeige euch die Handyhülle einmal, die ich jetzt im Moment nicht benutze. Und die andere Handyhülle blende ich euch einfach ein, weil die ist gerade am Handy und damit filme ich gerade. Das ist gerade schlecht, deswegen zeige ich euch die nur einmal per Foto. Und zwar die eine Handyhülle, das ist hier einmal in so einem Roségold, so Rosaton. Ich finde die Farbe eigentlich ganz schön, deswegen habe ich sie mir, glaube ich, auch gekauft. Das ist aber wirklich erstmal der Nachteil. Man hat nur die hintere Seite geschützt und das wirklich nur mit so einem Saugnapf-Ding zu befestigen. Und ich habe das bei jemand anders gesehen, der das gleiche Handy hat. Und da reiben sich die Kanten von dem Handy ganz, ganz schnell ab. Und deswegen habe ich die tatsächlich eigentlich nur einmal angelegt, um zu gucken und eigentlich gleich wieder abgemacht. Also deswegen, ich bin mit der gar nicht zufrieden. Die andere Handyhülle, die zeige ich euch einmal hier. Die ist, ja, vom Design sage ich sehr plump. Ist jetzt auch nicht die schönste. Und tatsächlich verfärbt sie sich auch sehr, sehr schnell. Also ich habe sie jetzt, glaube ich, einen knappen Monat. Und die sieht an den Ecken und an den Rändern richtig furchtbar aus. Also die Farbe ist abgeblättert. Das ist halt so ein Silberton, genau. Und gerade an den Ecken, das ist richtig gelblich verfärbt schon. Und ich bin da nicht zufrieden. Ich finde ganz cool, dass es so einen Aufsteller mit bei hat. Das Problem ist nur, ich hätte ja gern so ein Popsocket oder irgendwie sowas noch. Man hat sich doch so dran gewöhnt, ne? Aber dieser Aufsteller, der da hinten drauf ist, der ist sehr groß, also der Ring innen drin ist sehr groß. Und da muss man den Finger immer so gespannt halten, damit man das so einigermaßen stabil als Pocket Socket nehmen kann. Pocket Socket, ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist das eigentlich echt anstrengend, das Ding zu benutzen. Ich bin gespannt, wie die neue Handyhülle ist. Vielleicht kommt die in den nächsten Haul mit rein und dann kann ich euch vielleicht mehr dazu sagen und hoffe, dass es besser ist. Dazu habe ich tatsächlich jetzt auch gerade fürs Film noch einen neuen Stativaufsatz geholt, damit ich das Handy auch im aufgeklappten Zustand schön da rein spannen kann. Klappt wunderbar, also ich bin echt begeistert. Und dadurch, dass ich das Handy dann einmal umdrehen kann und mit der Frontkamera vorne filmen kann, oder mit der Rückkamera? Nee, Rückkamera ist hinten, ne? Ich verwechsel die beiden immer. Auf jeden Fall mit der besseren Kamera kann ich tatsächlich vorne dann mich selber sehen. Also es ist wirklich sehr praktisch, wenn man nicht unbedingt eine super tolle Videokamera zur Verfügung hat oder eine allgemeine Kamera. Und die macht echt gute Videos und gute Fotos. Also bin ich echt begeistert bisher von.
Dann habe ich noch ein paar Sachen bei Amazon geschnappert. Die habe ich auch irgendwie vergessen, beim letzten Haul zu zeigen. Einmal geht es um dieses hübsche Teil. Das ist nämlich so ein Ultraschall-Reinigungsgerät. Das hat auch noch mal einmal, kann man die Klappe einmal aufmachen. Und so ein Ringuhrenablage oder was es auch mal sein soll. Ich habe das noch nicht ganz rausgefunden. Ich muss sagen, da kann man sehr viele Sachen reinmachen. Also ich habe es mir eigentlich auch hauptsächlich gekauft für meinen Nagelbereich, dass ich die Bits und sowas da reinlegen kann und desinfizieren kann nach jedem Arbeiten. Und habe mir deswegen auch extra so eine Reinigungslösung gekauft, extra für solche bewegenden Elemente, sage ich jetzt mal. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich echt erstaunt. Also es ist relativ laut. Also jetzt so beim Schlafen würde ich es noch nicht haben. Man kann das in verschiedenen Timephasen einstellen. Und ich habe tatsächlich das auch mit meinen Augenkontaktlinsenbehälter probiert. Wahnsinn. Wahnsinn. Also der war wirklich, den habe ich in der letzten Schublade irgendwo gefunden. Und der war so dreckig. Und danach war der wirklich richtig sauber, ne? Also da kann man auch Uhren reinlegen, die wasserfest sind natürlich. Brillen und sowas. Das ist richtig toll. Und auch Schmuck. Ich habe es tatsächlich jetzt noch nicht mit Schmuck probiert. Kann ich also nicht so genau sagen. Aber sonst muss ich sagen, ich finde es auch ganz schön und süß. Oh, ist auch relativ klein, also ist jetzt nicht so riesig. Man hat hier noch einen Stecker für den Strom. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Dann, ich weiß nicht, wie ich es vergessen konnte. Ich wurde schon von Annie gemaßregelt und sie hat mir angedroht unter schärfsten Strafen, dass ich das auf jeden Fall noch mit in ein Haul reinnehmen muss. Und zwar geht es um ein super, super schönes Tablett, was auch tatsächlich gar nicht so günstig ist, also für so ein Tablett, sage ich jetzt mal. Und zwar, wer uns jetzt vielleicht auch schon kennt, errät eventuell auch schon die Art von Muster. Und zwar ist es natürlich in Marmor mit so einem Goldrand. Oh, schön. Ich habe das jetzt die ganze Zeit auf meinem schönen neuen Tisch gehabt, mit meiner einen Aufschrift, die ich von Anni geschenkt gekriegt hatte. Und das ist einfach so ein Hingucker. Also das ist wirklich, also es ist relativ groß. Steht mir gefühlt auch immer im Weg, aber es ist schön. Ich finde es so schön. Ja, das ist schön. Ja, dann war ich ein bisschen bei Rewe shoppen. Da sind ein paar Sachen für meinen Kleinen mit im Einkaufskorb gelandet. Und zwar habe ich einmal von der Raupe Nimmersatt ein Besteckgeschirr oder ein Geschirrset mitgenommen. Ich kann euch einmal hier einen Becher zeigen und die Trinkflasche. Die ist auch richtig schön, die benutze auch gerne. Die hat hier so einen Strohhalm, das klappt man einfach nur auf und dann kann er hier mit dem Strohhalm draus trinken. Ist halt mit dem Design von der Raupe Nimmersatt. Ich finde das schön. Er hat Spaß daran, ist sehr stabil und geht hoffentlich nicht so schnell kaputt. Die anderen beiden Sachen sind tatsächlich gerade in der Spülmaschine, kann ich also nicht zeigen. Zu diesem Set war noch ein Teller, ein flachen mit Rand und ein tieferen. Und wie gesagt, die sind gerade in Benutzung. Ich finde es aber ganz schön und ja, Robin immer satt halt, ne? Dann habe ich noch bei Rewe das kleine Büchlein mitnehmen können. Und zwar von Leo Lausemaus. Das sind so neue Minutengeschichten zur Weihnachtszeit. Ich fand das so ansprechend. Das sah irgendwie vom Design her so schön aus. Ich habe es jetzt einmal ausgepackt gehabt und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade. Da ist also pro Seite eine Geschichte mit drin. Aber es ist halt sehr wenig Bilder. Es steht leider auch keine Altersangabe dran. Deswegen konnte ich vorher nicht gucken, es war halt alles eingepackt. Aber ich denke, da kriege ich Liam schon ran. Aber sonst ist es eigentlich ganz schön gemacht und ich glaube, Liam hat auch so seinen Spaß daran, dass man hier so schön umblättern kann. Die sind auch relativ stabil. Also es ist halt nicht, also ein bisschen mehr Pappe und nicht nur Papier. Und ich hoffe, dass es 1, 2 Tage länger überlegt bei meinem. Überlebt natürlich bei meinem kleinen Rabauken und hoffe, wir haben da gerade abends noch eine schöne Zeit zum Kuscheln und zum Lesen. Dann habe ich nach längerem Suchen tatsächlich wollte ich eigentlich einen anderen Kalender, den gab es leider nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt einfach mich entschlossen, etwas selber so ein bisschen zu basteln für Liam
Und dann einfach nur einen kleinen Schokokalender noch zusätzlich gekauft. Ich glaube nicht wirklich für ihn, sondern eher für mich. Also er kann die Schokolade essen und ich freue mich an die Eiskönigin. Ich hoffe ja noch immer noch, dass ich ihn da so ein bisschen rankriege und dass ich ihn für den Film begeistern kann oder die Filme. Ja, ich fand ihn süß. Deswegen konnte der auch einmal mit. Ja, dann habe ich mich etwas bei Action noch austoben dürfen oder können und habe etwas gekauft, was ich tatsächlich selber geschenkt gekriegt habe. Das ist tatsächlich für unsere neue Wohnung, meine neue Wohnung, wenn ich dann bei meinem Freund eingezogen bin oder bis dahin erstmal, habe ich dann noch mal schöne Tischunterlagen gekauft. Ich habe tatsächlich eigentlich nach anderen geguckt, aber es gab keine schönen und dieses Leo-Muster, das hat mich einfach angesprochen. Und wenn ich dann dahin ziehe und wir 8 Tischsets haben, dann ist das halt so. Kann man so auswechseln und so. Aber ich finde es schön. Und er hatte tatsächlich nur solche Plastikdinger, die wellen sich bis sonst so wohin und nerven einfach nur tierisch. Und deswegen habe ich die jetzt einfach mitgenommen. Dann habe ich noch so ein Kastenset gefunden. Das ist tatsächlich ganz cool, weil das vorne und hinten so eine Sammelbox ist. Die kann man also beidseitig benutzen. Und das Gute ist, das sind zwar alles, also das ist ein Deckel an sich, aber die sind hier so gut verbunden, dass ich die Hoffnung habe, dass nichts von denen immer rüberrutscht. Ich habe nämlich jetzt gerade, wenn ich so dieses Diamond-Puzzle oder was, wie das heißt, benutze, dann mit meinem anderen, das geht immer wieder in ein anderes Kästchen rein und oh, das nervt mich immer tierisch, wenn ich den auseinanderpulen darf. Eventuell benutze ich das vielleicht auch für meine Nägel, das weiß ich noch nicht so ganz, also für irgendwelche Tipps oder sowas. Muss ich mich noch auskeksen? Ganz zur Not kaufe ich mir einfach ein zweites. Dann habe ich tatsächlich noch was für die Wohnung oder für das Haus von meinem Freund. Und zwar hat er eine super schöne Dusche, die relativ groß ist und alles ebenerdig. Das Problem ist nur, die ist so glatt. Ich habe da nie im Eimer gebadet oder geduscht, besser gesagt. Und das war eine reinste Rutschpartie. Also ich konnte ihn eigentlich gar nicht loslassen. Und deswegen habe ich hier einmal so eine Matte gekauft, damit er da sicher stehen kann und sich vor allen Dingen auch nirgendwo anschlagen kann oder so. Genau, das war auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, unser kleiner Running Gag, sage ich jetzt mal, bei Hauls, gerade bei Action Hauls, ich weiß nicht warum, das ist irgendwie bei jedem Einkauf gefühlt mit dabei. Und zwar sind die sehr unspektakulären Steckdosen. Also ich weiß nicht warum, irgendwie kaufen wir bisher immer Steckdosen, aber ich habe tatsächlich auch immer das Problem, selbst wenn ich die jetzt verbaut habe, dann fehlt mir wieder irgendwo eine. Ich habe tatsächlich wieder zwei Sachen, wo ich dann immer umstecken muss oder wechseln muss oder dann fehlt da eine. Und deswegen habe ich jetzt einmal ein bisschen größer und einmal in Dreiersteckdosen gekauft. Das kommt tatsächlich ins Badezimmer, weil ich jetzt wieder so ein bisschen Lichter draußen haben möchte, gerade so zur Weihnachtszeit. Und deswegen ist die eine eigentlich schon verplant und mal gucken, die andere ist wahrscheinlich auch nicht lange unbenutzt. Dann habe ich noch etwas ganz Unspektakuläres und zwar sind das Stifte. Ich muss für meine Arbeit muss ich jetzt ein Fahrtenbuch führen seit neuestem und muss das eine in Blau und das andere in Rot schreiben. Da habe ich immer zwei Stifte und der eine funktioniert immer nicht. Und das ist jetzt hier tatsächlich so ein Dreier-Set. Das hat 4 verschiedene Farben: Grün, Blau, Schwarz und Rot. Und dann stecke ich davon eins immer ins Auto und hoffe, dass sie auch funktionieren. Und kann dann halt nur einen Stift benutzen, anstatt da drei im Auto rumfliegen zu haben. Das ist hoffentlich praktisch, aber auch sehr unspektakulär. Ja, da ich so in Weihnachtsstimmung oder Feierstimmung gerade war, habe ich tatsächlich so ein paar Schmuckstücke gekauft. Erstmal so eine süße Fliege. Kann man mit so Pailletten, die man halt noch so drehen kann. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob man die überhaupt benutzen kann oder ob vor allen Dingen einer sie benutzt. Ich weiß es nicht. Muss ich erstmal nachfragen. Aber ich habe sie.
Ist ganz süß mit so einem Klettverschluss. Kann man die immer individuell einstellen. Halt. Krimskrams, ne? Passend zu den Krimskrams habe ich drei lustige Haarreifen gekauft. Einmal mit so Sternchen, ein bisschen flausch. Dann mit so zwei Sektgläsern. Ich weiß nicht, wie sieht das aus, als wenn man so Kontakt zu irgendwelchen Außerirdischen sucht. Aber irgendwie fand ich die süß. Und dann nochmal so ein Happy hier. Auch mit Bobbeln. Ich weiß auch nicht, was da über mich gekommen ist, aber irgendwie fand ich die süß. Keine Ahnung. Vielleicht tragen wir sie in einem von den Videos. Ihr könnt mal ja unten schreiben und abstimmen, ob wir ein Silvestervideo machen sollen, wo wir dann diese tollen Haaraccessoires tragen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Dann war ich tatsächlich noch so ein bisschen in Deko-Laune und ihr wisst ja vielleicht, dass alles, was so glitzert, so voll mein Ding ist. Diesmal habe ich es tatsächlich ein bisschen übertrieben und zwar hat das so geglitzert, dass wirklich jetzt alles glitzert. Schon beim Einkaufen, das ganze Band hat geglitzert, der ganze Einkaufswagen, jetzt meine Einkaufstasche und die halbe Wohnung glitzert. Und zwar haben wir dieses schöne Glitzern diesem tollen Baum hier zu verdanken. Ich fand den schön. Er ist tatsächlich mit Licht. Ich blende euch hier einmal ein Foto oder vielleicht auch ein Video ein, wo er einmal angeschaltet ist, damit ihr das auch sehen könnt. Und ich muss sagen, ich finde ihn so süß. Dazu habe ich mir tatsächlich so eine Holzscheibe gekauft. Einfach so zum Darunterstellen. Ich hatte ja noch überlegt, dass ich vielleicht so ein bisschen mit Watte oder sowas, so also als Schnee auspolstere und dann vorne irgendwie noch so ein Mistelzweig oder irgendwie so ein Gedöns, was ich so noch finde, ein bisschen dekoriere und das tatsächlich in irgendwie eine Fensterbank stelle oder so. Und ja. Deko! Ja, also es glitzert wirklich alles. Es glitzert einfach nur. Dann habe ich das letzte bei Action gekauft und zwar mit dem Hintergrund, dass ich meinen Vorratsraum ausräumen muss beim Umzug und tatsächlich total überfordert bin, jetzt schon eigentlich nur mit dem Gedanken, den ausräumen zu müssen. Und ich habe versucht, schon gedanklich alles Mögliche rauszuschmeißen und wirklich nur das Nötigste mitzunehmen, weil das meiste von dem Zeug habe ich tatsächlich keine Ahnung, was da überhaupt noch drin ist. Das heißt, eigentlich kann da sowieso alles raus. Ich hoffe, ich bin da diszipliniert genug und schmeiße das auch wirklich dann raus oder gebe es weg und sammle das nicht wieder alles dann im Keller. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Deswegen habe ich mir nämlich drei Boxen gekauft. Das sind solche ganz normalen Boxen, die fassen, oh, jetzt lass mich nicht lügen, die ja, fassen 25 Liter. Drei Stück mit Deckel. Fand ich eigentlich ganz cool. Da kann man, wie gesagt, halt diese ganzen Vorratssachen mit reinpacken und das ist alles verstaut. Man sieht es auch nicht so. Also deswegen wollte ich auch keine durchsichtigen. Ne? Finde ich immer nicht so toll. Und ja. Fühlen sich auch relativ stabil an. Ich bin mal gespannt, was sie aushalten. Und dann kann es eigentlich schon fast losgehen. Ja, Leute, das war's schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Sache gefunden, die euch gefallen hat. Dann guckt einfach unten in die Infobox. Da verlinke ich euch alle Sachen und also alle Sachen, die ich finde. Und dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!